Wenn man mal als engagierter Polizist ein Opfer ermittelt hat oder eine Person ermittelt hat, die als alle Kriterien erfüllt, Opfer zu sein, heißt es noch lange nicht, dass diese Person bereit ist, mit uns zu kooperieren. Und da geht das Problem eigentlich schon los. Ich soll Ihnen ja ein paar Worte zu unseren Herausforderungen heute bei der Ermittlungsarbeit sagen. Und ich denke, da liegt der Kern des Problems, was unsere tägliche Herausforderung ausmacht. Der Wille zu helfen in Berlin ist da. Die Strukturen sind auch besser als in fast allen Bundesländern, würde ich sagen, oder sogar in allen Bundesländern. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es schaffen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und sie auch angemessen zu verurteilen. Wir haben in Berlin aber etwas geleistet in den letzten Jahren, was seinesgleichen bundesweit sucht. Die Polizei hat die Strukturen errichtet, um effektiv zu ermitteln, nicht nur mit zwei fest eingerichteten Spezialkommissariaten, sondern auch mit einem Kommissariat, was sich in den letzten Jahren punktuell Problemfelder rausgegriffen hat und dort großartige Ermittlungsarbeit geleistet hat. Und wir haben bei der Staatsanwaltschaft begriffen, dass es da eben einen Ansprechpartner geben muss, um das zu flankieren. Und wir haben auch verstanden, dass wir die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft brauchen, mit den Organisationen, die den Kontakt zu den Frauen und Männern pflegen, haben, die vielleicht unsere Hilfe wollen, brauchen oder wo wir es zumindest versuchen sollten. Wie gesagt, auch wenn das alles ineinander greift, heißt das noch lange nicht, dass wir es schaffen, ein erfolgreiches Verfahren vor Gericht zu führen. Woran liegt das? Es kann sein, dass wir lange ermitteln und auch hoffnungsvoll Beweise sammeln. Und das tun wir auch in jedem Fall. Aber wir müssen die Opfer auch erfolgreich durch einen Prozess navigieren. Und wir wissen alle, die das in den letzten Jahren in vielen Verfahren getan haben, dass die Probleme dann erst anfangen. In den Bereichen, in denen es gut klappt, das betrifft insbesondere die Fälle, in denen die Opfer bereit sind, auch ein Verfahren durchzustehen, von vorne bis hinten, wo man eigentlich den Willen auch spürt auf Seiten der Ermittler, dass der oder diejenige, deren Kernaussage für uns relevant ist, das Durchhaltevermögen hat, um die bohrenden Fragen vor Gericht auch zu ertragen. Denn das ist das Problem, es ist ein Strafprozess und wir sind Strafverfolger und wir sind Ermittler, aber vor Gericht gelten eben die Regeln der Strafprozessordnung und das ist auch gut so. Das bedeutet aber, dass ein Opfer in einem Menschenhandelsverfahren, ähnlich wie eben auch in einem Sexualdelikteverfahren, im Prinzip seine gesamte Biografie offenlegen muss. Und das ist sehr schwer zu vermitteln und nicht nur brauchen wir da unsere Kollegen von der Zivilgesellschaft, wir brauchen auch einfühlsame, verständnisvolle Richter, die auch dem einen oder anderen Verteidiger, der vielleicht zu hart in eine bestimmte Richtung fragt, auch mal Einhalt gewähren. Wir können Richter aber nicht dazu verpflichten, sich fortzubilden. Wir können Richter auch nicht dazu verpflichten, ihre Prozessgewohnheiten auf einmal über Bord zu werfen, nur weil es um Menschenhandel geht, sondern es ist ein ganz normaler Strafprozess und da müssen wir natürlich als diejenigen, die ein großes Interesse daran haben, diesen erfolgreich durchzuführen, dann möglichst dazu beitragen, dass die Zeugen und Zeuginnen das durchstehen. Wie kann man das machen? Wie machen wir das in Berlin in den letzten Jahren? Mit der Hilfe der Zivilgesellschaft, mit der Betreuung durch engagierte Polizisten und auch ich habe zuweilen mit dann den Zeuginnen vorher mal einen Gerichtssaal mir angeschaut, um zu erklären, wer sitzt wo und welche Fragen können auf die Personen zukommen. Das sind kleine Hilfestellungen, die man, denke ich, geben muss und die auch dazu geführt haben, dass in den letzten Jahren durchaus in Berlin zumindest mehr Verurteilungen erreicht wurden. In dem Bereich, in dem wir gut zusammenarbeiten,
zusammenarbeiten. Das ist der Bereich der sexuellen Ausbeutung, der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, wo wir, denke ich, alle noch Nachholbedarf haben, vor allem auch bei der Staatsanwaltschaft und bei den Polizeibehörden im Bund, ist der Bereich der Arbeitsausbeutung. Hier ist Deutschland Schlusslicht, eins der Schlusslichter in Europa. Sie werden das mit dem Bericht sicherlich auch aufgegriffen haben. Es ist ein Bereich, der brach liegt und hoffentlich wird auch die neue Gesetzgebung, die wir jetzt bekommen haben, dazu führen, dass wir alle aktiver werden und uns dort auch bemühen, in dem Bereich mehr zu leisten. Ein weiterer Bereich, auf den ich noch ein Schlaglicht werfen möchte, ist der ganze Bereich zum Schutz minderjähriger Opfer. Wir haben in Berlin eben auch ein Spezialkommissariat, was bundesweit seinesgleichen sucht, nämlich LKA 424, wo ganz konkret und ausschließlich es um die Ausbeutung, die Ermittlungstätigkeit zur Ausbeutung von Minderjährigen geht. Und da muss ich auch sagen, diese Zusammenarbeit, die so konkret auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet ist, die hat in den letzten Jahren auch einfach gezeigt, dass wenn da die Rädchen ineinander greifen, man sehr schnell und effektiv arbeiten kann. Und dass dieses Modell hoffentlich auch für andere Bundesländer ein Vorbild sein kann. Ich versuche das immer zu betonen, weil ich denke, wenn wir das nicht haben, wenn es nur in Berlin so eine Organisationsstrukturen gibt, dann frage ich mich immer, wie läuft das in anderen Bundesländern, wenn es solche Strukturen nicht gibt, weil es kann nicht sein, dass es solche Fälle nur in Berlin gibt. Also das glaube ich einfach nicht. Also das ist fast ausgeschlossen. Sodass ich mir wünschen würde, dass es sowas, dass dieses Modell einfach Schule machen würde. Und was uns da natürlich nochmal besonders, Stichwort behördenübergreifende Zusammenarbeit, was Sie schon erwähnten, besonders Mühe kostet, ist, dass da halt in Berlin unter dem Aspekt noch nicht alles so ganz in Not ist. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die gute Zusammenarbeit, die wir schon zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei etabliert haben und der Zivilgesellschaft, dass das vielleicht nochmal ergänzt wird durch die Zusammenarbeit mit der Jugendverwaltung, den Jugendschutzeinrichtungen, dass da vielleicht auch auf politischer Ebene in Zukunft nochmal mehr auf ein Schlaglicht jetzt vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und den vielen Minderjährigen, die wir jetzt auch in der Stadt haben, die möglicherweise Opfer von Ausbeutung werden könnten, dass da nochmal mehr getan wird, um da Strukturen zu errichten, die auch ein Bewusstsein für Menschenhandel haben. Weil das uns doch in jedem Verfahren eigentlich vor eine große Herausforderung stellt. Wo bringt man jemanden angemessen unter, der auch anders gefährdet ist, als wenn es nur ein Fall von normaler häuslicher Gewalt ist, zum Beispiel. Ja, die Probleme werden nicht geringer, denke ich. Wir sind alle angehalten, dem Thema treu zu bleiben und uns da hinterzuklemmen und weiterzumachen. Und ich hoffe, dass auch die vielen Kollegen, die heute hier da sind von der Polizei, nicht den Mut verlieren, auch wenn das ein oder andere Verfahren mal den Bach runtergeht vor Gericht. Aber die meisten haben auch Gott sei Dank Verfahren erlebt, die erfolgreich und mit angemessenen Verurteilungen zu Ende gegangen sind. Und das wünsche ich uns allen auch weiterhin. Vielen Dank. Ich glaube, liebe Frau Dr. von Braun, wenn wir nur solch engagierte, couragierte Staatsanwältinnen an unserer Seite hätten wie Sie, dann würde hier niemand aufgeben oder Trauer tragen. Vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihren Vortrag. Jetzt übergebe ich an Frau von Dunger. Dank vorne ranstellen, damit ich dann nachher Sie in den offenen Austausch entlassen darf. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Koppers, bedanken und dem gesamten Polizeipräsidium und dem LKA, dass Sie diesen Raum zur Verfügung gestellt haben. Also das ist aus meiner Sicht, besser kann Prävention nicht funktionieren und nicht klappen. Und Sie sind
die Instanz, die so diesen öffentlichen Raum und Rahmen auch schafft. Und das ist eine besondere Ehre, dass wir hier so großzügig bei Ihnen aufgenommen wurden. Und dafür danke ich Ihnen und ich mache es mal ganz brutal. Ja, auch Ihnen, Herr Loxton, dass Sie heute hier sind, ist ein ganz besonderer symbolischer Akt, weil als ich damals, ich sage gleich noch was zu meinem Werdegang, mit Menschenhandel in Berührung kam oder das erste Mal von dem Thema gehört habe, habe ich immer gedacht, wo ist die globale Instanz, wo ist eine Institution, die Power hat, die aber auch die Substanz hat, die das Know-how hat. Und mir ist relativ schnell klar geworden, das ist der TIP-Report des amerikanischen Außenministeriums. Und deswegen war eigentlich immer mein Wunsch, irgendwie in Kontakt zu den Amerikanern auf diesem Thema zu kommen, weil ich glaube, dass sie eine unglaubliche Expertise haben. Sie veröffentlichen den ja jedes Jahr. Und es ist eigentlich das umfassendste Werk des Länderscreenings und ist aus meiner Sicht sehr, sehr seriös, weil viele Stiftungen oder Statistiken, die wir so lesen, sind halt nicht seriös. Und deswegen bedanke ich mich bei Ihnen als Vertreter des amerikanischen Regierungsapparates, dass Sie heute hier sind und dass Sie uns mit Ihrer Existenz hier heute auch eine Autorität verliehen haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich finde das ganz großartig. Awesome, würde der Amerikaner sagen. Bezieht sich der Dank auch auf Mrs. Detzel und George Knoll, die dieses Ganze vorbereitet haben und eigentlich hier im Land diejenigen sind, die alles leisten, damit dieser TIP-Report aus der deutschen Sicht gefüttert wird. Vielen Dank auch Ihnen. Ja, und jetzt an Frau von Braun. Auch Sie, mir war auch relativ schnell klar, dass Strafverfolgung ist eigentlich das effektivste Maß, wenn sie denn gelingt und gut gemacht ist. Und das ist leider in Deutschland nicht überall der Fall. Und Sie haben hier eine ganz couragierte Pionierarbeit aufgebaut und ich glaube, das findet man nirgendwo sonst in Deutschland und da sind Sie für mich ein Vorbild. Und dass Sie heute hier sind, das finde ich großartig, weil Sie sind, wie man alle sehen kann, sehr schwanger und wir haben immer gezittert, schafft sie es noch und wir sind sehr dankbar und ich glaube auch Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Strelo und dem Team vom LKA ist wirklich einzigartig und ich wünsche mir das auch, dass Sie ein Role Model werden für ganz Deutschland und dass Sie nicht nachlassen und das, was Sie halt eben auch ein bisschen mehr predigen in die Instanzen der anderen Bundesländer, weil das brauchen wir. Eine gute Strafverfolgung ist sehr, sehr wichtig und auch an die Polizei natürlich mein großer Dank, aber Ihnen als Vertreter der Staatsanwaltschaft und Sie machen das clever, das wurde mir gesagt, und originell und gerade die Strafprozessordnung ist auch schwierig, nicht immer so Gerechtigkeit, das sagen auch einige Poster, die Sie hier sehen. Gerechtigkeit ist so immer so auch eine zweiseitige Sache und ich finde es ganz toll, dass Sie in diesem Kampf eingetreten sind. Vielen Dank. Ja, also meine letzte Schokolade habe ich für die Musiker mitgebracht, weil ich finde es immer so wichtig, dass man bei solchen schweren Themen auch ein bisschen Unterhaltung hat, etwas fürs Herz, wo man abschalten kann, reflektieren kann. Und insofern mein ganz großer Dank an die Combo des Polizeiorchesters vom Land Brandenburg. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, genau. So, und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Meine Aufgabe ist heute nicht, Ihnen Inhalte über das Thema zu erzählen. Das haben wir durch die Vorredner sehr gut schon und umfassend gehört. Ich möchte nur ganz kurz was zu dieser Ausstellung sagen. Und ich möchte auch einfach nochmal betonen, wie ich mich freue, dass Naide Tanisch vom KOK da ist, Barbara Ehret von Envia, Christa Stolle von Terre des Femmes, ich sehe International Justice Mission, ich sehe Gemeinsam gegen Menschenhandel und einige andere Vereine und ich freue mich, weil die Arbeit dieser vielen Hilfsorganisationen ist so wichtig und ohne diese Arbeit würde es nicht funktionieren. Und ich bin quasi Gast heute hier, ich komme aus Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen, sagt man, aber ich finde das so wichtig, dass die Organisationen hier in Berlin da sind und der KOK leistet eine unglaublich wertvolle Arbeit, indem er alles bündelt, alles Know-how. Und ich kann Sie nur einladen, auf die Homepage vom KOK zu gehen
Und dort finden Sie alles, auch eine Datenbank mit Fällen, sehr viel umfassende Literatur. Es lohnt sich, sich mit der Materie auch nochmal im Nachgang an die Veranstaltung zu beschäftigen. Vielen Dank, dass Sie da sind heute. Ja, ganz kurz zur Ausstellung. Ich habe 2009 saß ich in einem Vortrag von einer Australierin, die sagte, Menschenhandel und Sklaverei sind weltweit ein riesiges Problem. Sie nannte Zahlen auch aus dem TIP-Report. Und ich war als Zivilist dort und habe mich gewundert, wieso wusste ich nichts davon? Wieso? Ich lebe in Deutschland und irgendwie hat mich das beschäftigt und umgetrieben. Ich bin eigentlich von Haus aus Betriebswirtin. Ich habe als freiberufliche Unternehmensberaterin gearbeitet und habe überlegt, mich hat das Thema ergriffen. Heute arbeite ich für die GIZ, also gehe auch ins Ausland, aber das ist so jetzt für mich ein ehrenamtliches, nebenberufliches Engagement, was zu meiner Herzenssache geworden ist. Und ich habe mit einem Studienleiter einer Designschule in Hamburg damals zusammengesessen und haben gedacht, okay, irgendwie, es braucht noch mehr Öffentlichkeitsarbeit, es braucht mehr Unterstützung in die junge Generation oder dass das Thema auch visuell, nicht nur verbal, sondern auch visuell übertragen wird. Und dann haben wir uns zusammengesessen und haben einen Wettbewerb konzipiert mit der Design Factory International in Hamburg und mit den Dozenten zusammen und es waren ganz junge Menschen und ich habe immer so die Frage gestellt, wo muss man anfangen, um Menschenhandel sinnvoll zu bekämpfen? Weil es gibt in Deutschland ganz viel Fachwissen, es gibt rund 50 Hilfsorganisationen, es gibt die Polizei, wo muss man anfangen? Und dann haben diese jungen Menschen gesagt, bei uns jungen Menschen, wenn wir nicht anfangen, unser Konsumverhalten zu ändern oder unsere Einstellung zu gewissen Themen, dann wird sich in unserer Gesellschaft nichts ändern. Und so ist daraus ein Wettbewerb geworden, ich habe ein kleines Preisgeld ausgeteilt, dann hatten wir eine Jury, da war Barbara Ehret auch beim ersten Jahr mit dabei. Und da haben wir dann angefangen, über einen Diskurs zu führen, weil Bilder sind provokativ. Nicht immer ist die Würde des Menschen ganz korrekt wiedergegeben. Und da ist dann der Spagat, wie viel darf man zeigen auf einem Poster, was ist zulässig oder muss es aufmerksamkeitsstark sein? Und da hatten wir ganz viele Debatten in unserer Jury. Da waren die Werber auf der einen Seite und die Vertreter der Hilfsorganisationen auf der anderen Seite. Und dann haben wir uns aber entschieden, nein, junge Menschen dürfen auch junge Dinge so sagen, wie sie sind. Und deswegen ist die Vielfalt dieser Bilder so, wie sie ist. Und ich habe angefangen, auch aufgrund von begrenztem Budget zu überlegen, okay, ich kann jetzt keine Werbekampagne starten, aber ich kann anfangen, in den öffentlichen Raum Ausstellungen zu organisieren. Das kann man auch mit kleinem Budget. Und so kam dann irgendwann die Idee, in Rathäusern oder Polizeidienststellen diese Ausstellung zu zeigen, weil sie einfach dort auch im Rahmen von Prävention oder Aufklärung der Zivilgesellschaft hingehört. Dann habe ich ausgehend von Hamburg noch eine Runde durchgeführt, dann wurde dieser Wettbewerb auch ausgezeichnet, sogar vom Bundesverband Deutsche Stiftung und dann haben wir den Wettbewerb etwas erweitert, haben Hannover noch mit dazu genommen und jedes Mal in jedem Jahr hatten wir einen leicht anderen Schwerpunkt. Hier hängen jetzt alle Bilder durcheinander. Sie haben rote Broschüren, da haben wir eine Best-of-Auswahl Ihnen auf die Plätze gelegt. Und dann hat sich eigentlich sehr schön entwickelt, dass die Dozenten auf einmal sehr neugierig wurden und angefangen haben, weitere Ideen zu entwickeln. Und so ist dann zum Beispiel die schwarze Broschüre entstanden, weil die HAWK Hildesheim, eine Dozentin, sagte, wir wollen das in unserem Buchprojekt machen. Wir wollen ein sogenanntes Editorial Design, also für kritische Themen mal öffnen. Und dann habe ich die gecoacht und die Studentin, die das gewonnen hat, die hat dann diese schwarze Broschüre entwickelt. Und so ist im Grunde durch das Werk der jungen Menschen sehr, sehr viel Positives entstanden. Und der letzte Wettbewerb, der war dann sehr groß, da hatten wir 8 Designschulen und 90 Teilnehmer und das wurde sogar prämiert, dann es wurde öffentlich plakatiert, das ist das große Poster, was Sie hinten eben als großes Banner sehen, das ist von der HBK Braunschweig und das hat dann, wurde im öffentlichen Raum, hat die Firma Ströer bezahlt, dass wir das plakatieren durften. Ja, und so sehen Sie heute hier die Werke. Es waren immer unterschiedliche Themenschwerpunkte, mal allgemein Menschenhandel, also auch Organhandel, auch Zwangsadoption und nicht immer nur die Zwangsprostitution, aber ganz viel auch die Arbeitsausbeutung und die Sklaverei quasi in Deutschland, in Baustellen, in landwirtschaftlichen Betrieben, in der Bekleidungsindustrie,
in der Pflegeindustrie. Wir haben so ein breites Feld, wo Vorkommnisse von Sklaverei auch in Deutschland vorkommen. Und so haben wir halt versucht, das Thema von allen Facetten zu beleuchten. Ja, das waren quasi meine Worte zu dieser Ausstellung. Ich hoffe, Sie nehmen ein paar Eindrücke mit. Und mir wurde immer gesagt, und das ist auch mein Ziel, ich betreue keine Betroffenen von Menschenhandel, sondern mein Ziel ist, die Zivilgesellschaft zu erreichen, dass sie anfangen, die Welt um uns herum anders wahrzunehmen, dass wir den inneren Schleier wegziehen und auf einmal lesen wir in der Zeitung oder hören im Radio oder sehen auf der Straße etwas und wir werden erinnern, es gibt Menschen, die ausgebeutet werden und das passiert auch hier vor unserer Haustür. Und insofern bitte ich Sie einfach, dieses Thema weiter in Ihrem Herzen zu bewegen, es mitzunehmen und auch vielleicht Ihren Nachbar zu motivieren oder Ihre Freunde hierher zu kommen. Die Ausstellung hängt hier noch 4 Wochen, dass Sie einfach das Thema etwas wirken lassen und auch vielleicht den einen oder anderen Sachverhalt, sofern Sie ihn beobachten, dann auch der Polizei melden oder an eine der Hilfsorganisationen sich zu wenden, die hier in Berlin sind.